Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Two Point Hospital. Wir sind hier in Sweetie Palms und ja, wir fangen gerade an, so ein bisschen hier unser Krankenhaus einzurichten. Wir haben hier die Räume schon mal wieder ganz gut genutzt mit der Toilette und dem Personalraum. Ja, hier lassen wir vielleicht nochmal Platz für einen weiteren Allgemeinmediziner, der wird dann ein bisschen breiter vermutlich ausfallen. Und ja, wir bauen weitere Diagnoseräume, würde ich sagen. Das ist die Frage, ja, kommen wir hier dann wahrscheinlich auch ein weiter raus, damit dann hier die Tür hin kann. Also wir können auf jeden Fall hier schon mal irgendwie Abfalleimer hinstellen. Hier würde vielleicht auch nochmal ein Raum hinpassen, tatsächlich. Deswegen würde ich den vielleicht erstmal hier hinstellen. So, ein Feuerlöscher. Darf immer nicht fehlen. Und natürlich eine Klimaanlage wieder. So, wir können ja natürlich auch mit Eisskulpturen bauen. Würde ich jetzt aber einfach fürs Auge ja, mit Klimaanlagen arbeiten. Die Klimaanlagen, die müssen zwar gewartet werden hier von unseren Hausmeistern, aber ja, das ist dann so. So, da kommen wir dann auch schon mal auf Prestige 3. Ich denke, das reicht uns. Und den Easy Scan, den können wir schon direkt verbessern. So, Kardiologie kommt vielleicht direkt nebenan. Die kann ruhig ein bisschen größer ausfallen. Hat jemand meinen Körper gesehen? Nein, ich auch nicht. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ja, Pflanzen benötigen Wasser. Wer hätte das gedacht? Die passt sogar da hinten in die Ecke, das ist ja super. Wenn ihr die Art von Menschen seid, die den ganzen Tag das Radio fangen wir hier noch in die Ecke, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid in Harrison Wolfs Stunde der Wahrheit geraten, hier auf Radio Two Point. Ich werde versuchen, euch nicht so sehr zu belästigen. Ja, können wir hier doch noch ein paar Zertifikate und Sterne vielleicht hinklatschen. Hier ein eingerahmtes Sporttrikot, das macht sich doch ganz gut hier in dem Raum. Da kommen wir auf Prestige 4. Ein, zwei Uhren vielleicht noch platzieren. So. Das ist in Ordnung, denke ich. Dann sollten wir aber vielleicht auch noch mal ein paar Krankenpfleger einstellen. Was hast du? Patientenbetreuung, das ist super. Geh mal rein. So, Apotheke benötigt, ja. Wir bitten den Patienten mal zu warten. Und hier auch wird die Apotheke benötigt. Machen wir mal kurz auf Pause, damit die nicht allzu lange warten müssen jetzt hier. So, und da würde ich die Apotheke halt hier hinbauen. Dann haben wir den Platz auch wieder optimal genutzt. Auch hier muss natürlich eine Klimaanlage rein. Eine Yucca-Palme in die Ecke. Ein Skelettmodell findet hier bestimmt auch noch seinen Platz. Bitteschön. Und ein Schrank, den kriegen wir hier noch unter.
Kommen wir zumindest auf Prestige 3. Das reicht uns, würde ich sagen. So, und dann können wir das Ganze schon wieder laufen lassen. Wir brauchen Bänke. Wollen wir silberne Bänke bauen. Und dann brauchen wir natürlich auch wieder Automaten. Ja, ist die Frage, wie wir das jetzt anstellen. Ich würde sagen, wir bauen die irgendwie in die Gänge mit ein. Ja, das ist nicht ganz so, wie er sein soll. So. Und dann hätten wir hier eigentlich Platz für Mülleimer. Aber ich würde da vielleicht was anderes ranstellen. Zeitschriftenstände sind ein bisschen zu breit. So, trotzdem fehlen uns hier natürlich jetzt Pflanzen, um das Ganze irgendwie aufzuheitern. Bisschen viel Juckerpalme. Tauschen wir mal ein paar aus und sagen. Morgens ergibt ja, vielleicht ein paar Rosensträuche. Alles ist müssen zwar groß, öfter gegossen werden, aber naja. Zu hell. Deswegen sind wir ja schließlich auch Nachtmenschen. Bleibt braucht überhaupt noch eine hin? Nee. Nachtmusik. Dann packen wir die vielleicht mal hier an die Ecke. Den dazwischen. Perfekt. So, und vielleicht noch ein Zeitschriftenständer hier irgendwo auf die Ecke. Das kriegen wir wohl nicht hin. Lass uns nochmal gucken, wie warm das hier ist. Können wir vielleicht mal so ein paar Eisskulpturen aufstellen. Hier hinten ist tatsächlich auch sehr warm. Okay, dann muss der doch wieder weichen. Kommt dann dahin. Hier nochmal eine Eisskulptur hinstellen. Jetzt arbeiten wir doch mit ein paar Eisskulpturen, ist dann so. Ja, 4 Betten. Ich denke, das reicht erstmal. Ne, 5 haben wir sogar. In dem kleinen Raum, dass wir das da unterbekommen haben. So, ein Krankenhauswert von $750.000 müssen wir erreichen. Das kriegen wir mit der Zeit sowieso hin. Und hier Patient mit Mumifizierung sollen wir heilen. Jetzt haben wir hier den Strecksaal, den haben wir noch nicht. Deswegen können wir den Notfall gar nicht annehmen. So, Beförderungen. Ja, das machen wir mit. Wir bräuchten noch Hausmeister. Die sind aber alle nicht so cool. Ich mag das immer nicht hier mit diesem Weiterbildungslehrgang. Deswegen lehne ich die mal alle ab. Und ein Assistent reicht, glaube ich, auch erstmal. Vielleicht nochmal einen zweiten Arzt. Zur Sicherheit. Der kann so ziemlich alles, aber nichts richtig. Ja, die Ärzte sind auch alle nicht so. Schon mal weg-ixen. So, 3 Krankenpfleger haben wir, das reicht auch erstmal. Die können sich dann so ein bisschen abwechseln, sind dann nicht immer alle Räume gerade besetzt hier mit Patienten. So, wir müssen auch ein bisschen aufs Geld achten, damit wir hier nicht ins Minus reinrutschen. Noch sind wir hier im Plus. Wer weiß, wie lange noch. Ja, ich würde eigentlich auch ganz gern jetzt darauf warten, was wir so als nächstes brauchen. Also Strecksaal haben wir schon gesehen. Ja, da würde ich halt die Behandlungsräume als erstes bauen vielleicht. Verbaler Durchfall wird in der Apotheke behandelt. Das ist super, haben wir. Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt genossen.
okay. Bitte verlassen Sie auch irgendwann das Krankenhaus. Einen zweiten Assistenten bräuchten wir vielleicht noch. Flug nach Tumble plant, dann solltet ihr die Wenn der hier ausfällt, dann ist keine andere Anmeldung. Kompass, das wäre schade. Ein stabiles Zelt und das neue Mehrzweck-Abwehrspray von Holistix, mit dem ihr garantiert Wölfe, Bären und Kettensägen schwingende Irre abwehren könnt. Es gibt da draußen zwar weder Bären noch Wölfe, aber es schadet nie, gut vorbereitet zu sein. So, dann hätten wir auf jeder Seite auf jeden Fall schon mal Automaten. Achtung, seismische Aktivität gemessen. So, da geht's auch mit der Wärme. Hier hinten ist halt extrem heiß und hier... Das liegt aber daran, dass da noch keine Räume sind. Ja, jetzt fällt der Arzt hier natürlich aus. Unser einziger Allgemeinmediziner. Wir haben gar keinen Hausmeister mit Mechanik, sehe ich gerade. Dass wir auf die nächsten Bewerbungen warten hier. Heile 10 Patienten in 90 Tagen. Wir haben nicht so viele Patienten momentan. Wir können mal ein bisschen warten. Ja, der ist doch super. Den nehmen wir mit. Und der Arzt, der ist nicht super. Den nehmen wir nicht mit. Was ist mit dir? Achso, du hast den Wunsch. Ja, da müssen wir kurz warten. Ja, fangen wir schon mal an mit den Verbesserungen vielleicht. Da kann der eine Hausmeister schon mal ein bisschen was machen. Kriegen wir dann noch zwischen. Ah. So, ja, ein weiterer Hausmeister. Der ist gut, der müsste dann nur noch Geisterjagd lernen. Ach komm, wir nehmen das jetzt mal an. Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob das was wird. Ja, ich habe jetzt noch einen Hausmeister eingestellt, weil ich gesehen habe, hier die Pflanzen, die vertrocknen halt alle. Das soll nicht sein. Ja, Apotheke macht, glaube ich, auch Sinn, das erstmal zu verbessern. Die anderen beiden Räume, da habe ich jetzt noch keinen Patienten drin gesehen. Da müssen wir auch nochmal abwarten. Ja, der VIP kommt uns besuchen. Kommt in 8 Tagen. Mensch, die sind ja alle nicht so super hier. Ein Psychiatrie-Notfall haben wir auch noch nicht. Müssen wir ablehnen. Das wird leider noch nichts. Ja, wo kommt sie? Wo kommt die Rivale? Da oben. Die Dame guckt sich das Krankenhaus hier an. So, das ist verbessert, das ist gut. Ich würde ihn tatsächlich schon auf Stufe 3 verbessern. Apotheke wird oft genutzt. Da kann man ruhig dann dafür sorgen, dass hier das Ganze ein bisschen schneller läuft. Oh, das ist ein guter Krankenpfleger hier unten. Der kann einiges. Den nehmen wir mal mit. Ja. Aktivität gemessen. Da hatten wir einen Allgemeinmediziner und einen Psychiater und irgendwie haben alle diese Radiologie. Nee, lassen wir mal erstmal. Ich bin auch noch nicht so zufrieden mit.
Ja, das habe ich mir gedacht, ja, dass wir die 10 Patienten manchmal, in 90 Tagen nicht schaffen werden. Mit wir haben einfach noch viel Kabine zu wenig sitze, Patienten momentan. Stelle ich mir vor, ich wäre ein im All verschollener Astronaut. Ich versuche nur, nach Hause zu telefonieren. Ach, guck mal, hier. Haben wir auch endlich mal jemanden. Mehr Musik. Spritzenhaus benötigt. Ja. Okay, dann bitten wir den Patienten mal zu warten. Das haben wir leider nicht erfüllt hier. Und dann bauen wir mal das Spritzenhaus. Ja, das ist ja echt blöd hier, ne? Moment, wisst ihr, was wir machen? Wir ändern hier den Raum noch mal ein bisschen ab. So, perfekt. Dann haben wir nämlich hier auch wieder Platz. Können wir hier nämlich das Spritzenhaus hinsetzen. So, wo war's? Wo ist das Spritzenhaus? Da. Ja, kann man ja ruhig über die ganze Fläche machen. Das haben wir hier mit der Apotheke auch gemacht. Und das Ganze mittig setzen. Okay, das reicht. Da hätten wir dann schon mal das Spritzenhaus. Super. So, da oben hätte ich eigentlich noch gerne irgendwie eine Pflanze. Aber das wird wohl nichts. Ein Kaktus. Jo, das passt. Super. Okay. Damit haben wir unser erstes Gebäude fast komplett schon ausgebaut. Hier unten müssen wir mal gucken, was wir dahin basteln. Ja, die Öffentlichkeitsarbeit hat sich jetzt nicht so wirklich ausgezahlt. Starke, neutrale Einstellung hier zum Krankenhaus. Also weder schlecht noch gut. So, hier hätten wir mal einen Psychiater. Stellen wir mal ein. Noch reicht der eine Allgemeinarzt hier. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt im Rahmen der Möglichkeiten. Okay, würde ich sagen, was sind wir hier wirklich mal im Psychiater jetzt hin? Ja, reicht, glaube ich, eine Pflanze. So, dann haben wir den dahin. Apfeleimer kann hierher. Eine Klimaanlage. Eigentlich blöd, dass wir den Kamin jetzt hier gebaut haben. Aber egal, wir setzen trotzdem eine Klimaanlage rein. Das ist alles zu eng hier, ne? Das ist natürlich auch nicht so schön. Hier wird den hier noch unter. Mal gucken.
da ein bisschen näher rankommen. Genau, dann passt nämlich die Klimaanlage da schön hinten in die Ecke. So, und der Psychiater kann hier ein bisschen prahlen mit seinen Zertifikaten. Gucken wir mal, wo sind sie da? Eine Epidemiewarnung. Ja, im Krankenhaus wurde die ansteckende Krankheit fürchterlicher Fluch gefunden. Die Seuchenschutzbehörde des Two Point County wird uns belohnen, wenn sie sich nicht einmischen muss. Wir haben einen kleinen Vorrat an Impfstoffen erhalten, also müssen wir Leute mit den entsprechenden Symptomen impfen, bevor sich die Krankheit ausbreitet. Wenn uns die Impfstoffe ausgehen oder uns zu viele Infizierte durch die Lappen gehen, übernimmt die Two Point County Seuchenschutzbehörde und kümmert sich um die Epidemie. Der fürchterliche Fluch ist am Gang der Betroffenen zu erkennen, der an Patienten erinnert, die an vorzeitiger Mumifizierung leiden. Die Krankheit breitet sich durch kräftiges und uraltes Niesen aus. Schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall schon mal einer. Ja, bei so einem kleinen Krankenhaus hier kann man das auf jeden Fall gut erkennen. Okay, das war jetzt Zufall, dass der auch betroffen ist wohl. Der ist nämlich nicht betroffen, der hat einfach Mumifizierung. Die Preise sind nicht. Kann ja nur der sein und der. Andere Patienten haben wir hier gerade nicht. So, ein paar Bärgemälde hatte ich noch gedacht, aber ich würde sagen, da klatschen wir noch eins hin. So, der Raum ist voll. Ich ergriff es viel. Die eigenbrötlerische Leiterin der Orbi-Stiftung in der Öffentlichkeit blicken lässt. Aber Patienten eines örtlichen Krankenhauses konnten heute einen Blick auf sie erhaschen, als sie die Klinik besuchte. Ob sie auch versucht hat, jemanden einer Gehirnwäsche zu unterziehen, ist nicht bekannt. Ja, Mumifizierung können wir leider auch noch nicht heilen. Das müssen wir erst noch erforschen. So, die Epidemie haben wir abgewehrt. Wir haben ganz gut was geschafft in dieser Folge. Wir haben viel gebaut. Hier unten haben wir noch ein bisschen Platz. Da könnte man nochmal eine zweite Station hinbauen. Oder eine Frakturstation, ich weiß nicht. Aber ich glaube, da würden wir nur vielleicht zwei Betten hinbekommen. Aber zwei sind immer noch besser als gar keine. Müssen wir uns mal in den nächsten Folgen anschauen. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Würde mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.